Herzlich willkommen zu Steve Clash. Boah, kann noch nicht mal meinen Namen sagen. Herzlich willkommen zu Steve Clash legt wieder in einem ungewöhnlichen Vehikel auf. Und nachdem wir im Luftschiff waren, im Helikopter, auf einem Fischkutter, haben wir gedacht, diesen Sommer legen wir noch einen drauf. Heute aus der Gruga in Essen. Heute wird extrem. Heute gehen wir ans Limit. Der hat auch so gehupt. Die Gruga ist ein Park in Essen, der 1929 aus der großen ruhrländischen Gartenbauausstellung hervorging. Und wir wollen heute ein DJ-Set in der Parkbahn aufnehmen. Hier baut der Chef noch selber. Die Gruga-Bahn hat eine Strecke von 3,3 Kilometern in Form einer 8. Die Züge fahren elektrisch mit einem Akku und erreichen 20 km/h in der Spitze. Sie tragen Namen wie Zornige Ameise, Heimliche Liebe, Schwarze Lene und Wachsames Hähnchen. Bessere Namen für eine Parkbahn hätte ich mir auch nicht ausdenken können. Jerome hat mich mit der Kamera begleitet, den kennt ihr ja noch zum Beispiel von der Europatour. Jerome schon ist dreh. Dass Jerome auch ein begnadeter Naturdoku-Filmer ist, wissen allerdings die wenigsten. Hier sehen wir den Naturfotografen und Videografen Jérôme Chauvestré bei seiner Arbeit. Hier vor diesem Busch steht er bereits seit 17 Stunden und wartet auf das Schlüpfen der Großrückenschnecke. Die Großrückenschnecke schlüpft nur alle 14 Jahre. Seit 17 Stunden steht er hier. Ich glaube, sie ist geschlüpft. Hast du es drauf? Nee, Akku war leer. Jule und André sind auch noch spontan mitgekommen. Klar, wann hat man schon mal im Leben die Gelegenheit, mit dem wachsamen Hähnchen zu fahren? Die beiden waren besser Laune und haben die Stimmung gehoben. Mir wird ja nachgesagt, ich wäre bei meinen Videos immer etwas angespannt und würde nicht so einen fröhlichen Eindruck machen. Da muss ich sagen, weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie man darauf kommt. So, die erste Bahn haben wir jetzt verpasst, weil da eine ganze Schulklasse und eine ganze Rentnerklasse drin saß. Fantastisch. Wenn wir gleich keinen Platz kriegen, raste ich hier aus. Dann schmeißen wir die um. Was ist denn eine Rentnerklasse, Stefan? Erklär uns doch mal, was... Ja, das ist eine Klasse voller Rentner. Stell doch nicht so dumme Fragen, Jerome. Hast mich schon verstanden. Leute, die nichts zu tun haben gerade, so wie du. So, ich zähle mich da auch zu. Also, ganz klar. Im nächsten Zug fanden wir dann aber einen Platz. Vor der Abfahrt waren noch kleine Widrigkeiten zum Schiffen. Aber auch das konnte uns nicht mehr aufhalten. Der Service an Bord war exzellent. Kleine Abzüge bei der Beinfreiheit, aber ansonsten alles einwandfrei. 5 von 5 Sternen. Kurz vor der Abfahrt noch letzte Feinjustierung an der hochwertigen Videotechnik und dann ging es auch schon los. Der Controller, den ich dabei hatte, hat, genau wie das wachsame Hähnchen, einen Akku eingebaut. Gemixt habe ich im Kopfhörer und den Sound hat das Gerät intern aufgezeichnet. Daher kamen wir ganz sparsam komplett ohne zusätzliche Kabel aus. Falls du mehr solcher super actionreichen und gefährlichen Videos von uns sehen willst, schreib in die Kommentare, wo ich als nächstes auflegen soll. So, nach dem anstrengenden Dreh genehmigen Jerome und ich uns jetzt erstmal noch eine schöne Ruhrgebietspommes. Und falls du es noch nicht gemacht hast, jetzt den Kanal abonnieren, dieses Video liken und falls du das ganze Video, also das ganze Set, die 20 Minuten in der Bahn noch nicht gesehen hast, kannst du dir das jetzt hier anschauen. Das müssen wir jetzt so 20 Minuten halten, 20 Sekunden, so lange geht auch das Outro bei YouTube, oder? Hier, also jetzt klickt.